Hallo und herzlich willkommen zurück zu OMSI 2. Und bevor es jetzt hier losgeht mit Busfahren, wir sind heute in Lemmental V3 mit einem kleinen Update vom Hauptbahnhof. Und wir fahren die 35. Bevor es hier losgeht, geht es erstmal hier los. Und zwar, ich habe hier für euch die Antworten aus der letzten OMSI-Folge. Und zwar, wir gehen sie gleich einmal kurz zusammen durch. Ich habe das jetzt so gemacht, weil wenn ich die in das Let's Play auch noch mit einbaue, das sind ja jetzt insgesamt immerhin 24 Fragen pro Folge, dann wird mir das zu viel. Und deswegen habe ich sie euch jetzt vorneweg mal reingeschnitten hier. Wir gehen das gemeinsam durch. Der erste Block ist hier der obere. Dieser hier. Es ging ja los. Welches Jahr gilt als Beginn der Französischen Revolution? Das ist 1789 mit dem Sturm auf die Bastille. Das war so der Anfang. Irgendwie. Ich weiß den Monat jetzt nicht mehr auswendig, aber vielleicht August oder so? Keine Ahnung. Google wird das verraten. Politik und Wirtschaft. Wie hieß der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Konrad Adenauer. Ist dort die richtige Antwort? Konrad Hermann Josef Adenauer. Ich habe immer in den Fett markiert, welche Antwort dann die gesuchte wäre. Das ist meistens der Nachname oder wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, dann eben der Teil, der auf jeden Fall da sein muss. Wer malte die Mona Lisa? Das ist Leonardo da Vinci. Literatur und Medien. Von wem stammen die Werke Pippi Langstrumpf, Carlsson vom Dach und Michel aus Lilleberger? Astrid Lindgren. Lindgren gesucht. Wenn jemand alle drei Vornamen hingeschrieben hat, dann well done. Das hätte ich nicht gewusst. So, dann die Musikfrage. Ein bisschen Lyrics. In welchem Lied singt Herbert Grönemeyer über seine Parkplatzsuche, da er bei seiner Lebensgefährtin zu Kaffee und Kuchen zu Gast ist, eingeladen ist, wie auch immer? Mambo. Er singt da sowas von wie: Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden. Ich finde keinen Parkplatz. Ich komme zu spät zu dir, mein Schatz. Film und Fernsehen. Wie heißt die Hauptnachrichtensendung des ZDF? Heute ist das. Nicht das Heute-Journal, sondern nur Heute. Heute Express würde in diesem Fall auch noch gehen. Das sind aber halt diese kürzeren Nachrichten. Die Hauptnachrichtensendung im ZDF kommt immer um 19 Uhr. Heißt einfach nur Heute. Heute-Journal ist im Prinzip das Pendant von der ARD zu den Tagesthemen eher. Nicht zur Tagesschau. Heute Show ist nochmal was anderes. Lifestyle und Technik. Wie heißt die geklärte Form der Butter? Ja, da ist die gesuchte Antwort Ghee gewesen. Wenn ihr da irgendwie was ganz anderes habt, was aber auch geklärte Butter ist, dann soll das auch okay sein. Butterschmalz ist nah dran. Das würde ich sogar auch noch zählen lassen. Aber im Endeffekt entscheidet ihr selbst, ob ihr das für euch zählen lasst oder nicht. Ich weiß ja auch nicht, wie ihr das Quiz spielt. Wie ihr mögt halt, ne? So, um welche Sportart geht es? So, da haben wir mehrere Fakten. 5 Spieler pro Team, in den USA sehr beliebt. Ein Treffer gibt je nach Situation 1, 2, 3 Punkte. Ein Angriff darf maximal 24 Sekunden dauern. Und der Film The Fish That Saved Pittsburgh. Das ist Basketball. Ich würde das tatsächlich in einem Buzzer-Quiz. Buzzer-Quiz ist halt eine Idee vom Quizverein. Du kriegst Fakten präsentiert, 10 Stück in der Zahl, und nach jedem Fakt kannst du buzzern. Spielst gegen ein oder mehrere andere. Wenn du dann die Lösung richtig sagst, ist okay. Wenn nicht, dann bist du für die nächste Runde gesperrt und die anderen haben halt die Chance, ohne dich zu raten, und bist dann erst bei dem übernächsten Hinweis wieder dabei und darf's raten. Da würde ich die Reihenfolge hier anders machen, würde zum Beispiel mit diesem Film anfangen und nicht mit 5 Spieler pro Team. Ja, welche deutsche Stadt ist die einzige, die offiziell 2 Hauptbahnhöfe besitzt? Das ist Mönchengladbach, nämlich Mönchengladbach Hauptbahnhof und Reith Hauptbahnhof. Kurzer Hintergrund ist eigentlich nur, es geht darum, die Deutsche Bahn hatte ursprünglich keine Lust, die Beschilderung der Bahnhöfe umzubenennen, weil es zu teuer gewesen wäre. Und jetzt will Mönchengladbach das nicht mehr, andersrum. So, der Hund aus Zurück in die Zukunft trägt den Namen eines berühmten Wissenschaftlers, welchen? Der heißt Einstein. Ergibt ja auch Sinn, weil geht ja so ein bisschen Zeit und Relativitätstheorie passt da ja, deswegen Einstein.
So, das sind dann eure Punkte, die sich daraus als den richtigen Antworten im ersten Block ergeben. Nach welchem 1512 in Sevilla verstorbenen Seefahrer ist der Kontinent Amerika benannt? Der Typ hieß Vespucci und mit Vornamen Amerigo, deswegen Amerika. Und die zweite Expertenfrage: Welcher ehemalige Fernsehstar ist seit 2018 Vizepräsident des Bayerischen Landtags? Das ist Alexander Holt. Der Richter, der Fernsehrichter Alexander Holt, der ist bei den Freien Wählern und hat ja auch als für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert von den Freien Wählern, ist dann jetzt tatsächlich Vizepräsident des Bayerischen Landtags geworden, weil er mit den Freien Wählern in den Bayerischen Landtag eingezogen ist und sogar in die Koalition mit der CSU eingegangen ist. So, da könnt ihr es jetzt auch überlegen. Also ich würde sagen, im ersten Block, die 10 Fragen, gibt jede richtige Antwort einen Punkt. Bei den Expertenfragen jede richtige Antwort zwei Punkte. Dritter Block, Geschichte. Zu welchem Anlass wurde der Eiffelturm errichtet? Da sind zwei Antwortmöglichkeiten richtig. Die erste vollständige ist Weltausstellung in Paris, beziehungsweise Weltausstellung 1889. Nur Weltausstellung reicht mir da aus. Es ist auch die Idee, die Erinnerung an die Französische Revolution. Denn das ist ja genau 100 Jahre her. Das hatten wir ja schon im ersten Block 1789. Politik und Wirtschaft. Welche beiden Demokraten kämpfen aktuell in den Vorwahlen der USA um die Kandidatur zur Präsidentenwahl im November? Das sind Joe Biden oder Joseph Robinette Biden und Bernie oder Bernard Sanders. Hier ist der Tipp, Biden, ne? Wenn ihr da Biden falsch geschrieben habt, ist das nicht schlimm. Den Punkt gibt es trotzdem. Es gibt jeweils einen halben Punkt für die richtige Antwort von einem der beiden, ne? Also Biden gibt einen 0,5 Punkt und Sanders einen vollen Punkt richtig, bei den, wenn ihr beide richtig genannt habt. So. Kunst und Kultur. Unter welchem Namen ist der Künstler bekannt, der zusammen mit seiner Frau Jean-Claude Gegenstände und Gebäude wie den Reichstag in Berlin eingehüllt hat? Der Typ heißt Christo Wladimirov Javaschew. Christo ist aber der Künstlername, der Vorname, deswegen ist der hier gesucht, Christo also. Wie hieß ein deutsches Comic-Magazin, das von 1975 bis 2000 regelmäßig für Kinder produziert wurde? Und dann waren noch ein bisschen Beilagen wie Uhrzeitkrebse, Puzzle und so weiter. Das war das Yps-Heft. Leuchtturm, Liebe ist irgendwie, irgendwo, irgendwann und 99 Luftballons. Wie heißt die 1960 in Hagen geborene Sängerin? Das ist Nena gesucht. Oder wenn jemand den bürgerlichen Namen Gabriele Susanne Kerner hingeschrieben hat oder nur Kerner, dann gibt es den Punkt auch. Nena reicht aber vollkommen aus für den Punkt. Welche Fernsehsendung am Samstagabend wurde zunächst von Frank Elstner moderiert? Dann hat nur noch Gottschalk, Lippert, Gottschalk und Lanz. Das war Wetten, dass. Soll der jetzt auch wieder rauskommen? Welche YouTube-Kanäle besitzen Pietsmiet neben dem Hauptkanal, auf dem die meisten der Videos erscheinen, noch Pietsmiet TV, Best of Pietsmiet und Frag Pietsmiet? In welchem von Klaus Teuber entwickelten Spiel des Jahres 1995 baut man Straßen, Siedlungen und Städte aus Holz, Getreide, Wolle, Lehm und Erz und sollte sich tunlichst vor dem Räuber in Acht nehmen? Das sind die Siedler von Catan. Welt und Natur. Welches ist die flächenmäßig drittgrößte Stadt Deutschlands? Sie besteht neben der Kernstadt aus 48 Ortsteilen, die größtenteils ländliche Strukturen ausweisen und hat nur 22.402 Einwohner. Das ist Gardelegen. Und zwar ist das so entstanden, dass ganz viele Eingemeindungen gab und da das aber alles sehr ländlich war an der Stelle, wurde halt das Land zwischen den beiden Ortschaften, die dann zu einer Stadt zusammengefügt wurden, tatsächlich auch innerstädtisch und deswegen ergibt sich so eine riesige Größe der Stadt. Es ist natürlich mit unter 100.000 Einwohnern längst keine Großstadt, sondern eher so eine Kleinstadt. Keine Ahnung, wie die Definition da ist. Aber es ist eine Stadt. Und dann noch, was ist die physikalische Basiseinheit für die Temperatur? Das ist Kelvin. So. Und dann die Expertenfrage. Also aus dem gibt es auch wieder für jede Antwort, richtige Antwort einen Punkt. Das heißt, da könnt ihr auch wieder 10 Punkte holen. Das heißt, wenn ihr bisher alles richtig habt, habt ihr schon 24 Punkte und könnt jetzt nochmal 4 Punkte, jeweils 2 für die beiden Expertenfragen holen.
Der germanische Gott, der gesucht war, ist Thor. Und die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann basiert auf der Vorlage von Heinrich Christian Johann Spörl. Spörl ist hier gesucht. Auch das würde nochmal einen Punkt geben. Zwei, sorry. So, das heißt, ihr könnt insgesamt 24 Punkte haben. Mich würde natürlich jetzt in den Kommentaren hier drunter interessieren, wie viele Punkte habt ihr geholt? Und welche Fragen habt ihr so richtig beantwortet? Das werde ich gerne ein bisschen Feedback. Wie findet ihr die Schwierigkeit dieser Fragen? Auch immer wichtig. Und wir sehen uns jetzt im Anschluss wieder. Wenn ihr mögt, dann müsst ihr nur kurz einmal das Video wechseln, weil ich das ein bisschen auslager. Sehen wir uns wieder zu. OMSI 2 der regulären Folge mit 24 neuen Fragen für euch. Also bleibt gespannt, ne? Wieder nach dem gleichen Schema aufgebaut, nur die Expertenfragen zu anderen Themengebieten. Also, wenn ihr mögt, bis gleich.